Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RedMC. Schön, dass ihr mal wieder am Start seid hier zu einer neuen Runde Mario Kart. Heute gibt es was sehr, sehr, sehr Interessantes und Besonderes. Nämlich überprüfen wir, wie wichtig ist der Mini-Turbo-Stat in Mario Kart 8 Deluxe. Dazu habe ich mir zwei Kombinationen zusammengestellt. Die erste ist die Kombination mit dem höchsten Mini-Turbo-Stat und die zweite ist die, könnt ihr euch denken, mit dem niedrigsten Mini-Turbo-Stat. Ja, und diese zwei Kombinationen werde ich im Zeitfahren gegeneinander antreten lassen und mal schauen, wer am Ende gewinnt. Die Kombination mit dem schnellsten Mini-Turbo ist anscheinend Knochentrocken, Pünktchen-Kart, kleine Reifen und Wolkenballons hier. So sehen die Stats aus. Wir haben ein sehr niedriges Tempo dafür. Beschleunigung ist bestimmt einer der besten, die es gibt. Gewicht natürlich ganz, ganz gering. Handling sehr gut, Haftung sehr gut. Und ich würde sagen, wir starten damit rein. Wir spielen einfach Mario Kart Stadion im Zeitfahren und wir lassen, ja, wir spielen Solo-Rennen. Und wir schauen gleich mal, wie die andere Kombination mit dem niedrigsten Mini-Turbo-Stat abschneidet. Und wir sind drin, meine lieben Freunde, mit dieser interessanten Kombination. Die gefällt mir persönlich auch ziemlich gut. Ja, man merkt, da ist auch schon Helm links auch ultra gut. Boah, Mini-Turbo, seht ihr? Echt sehr lang enthalten. Boah, und man kann echt, man hat so eine krasse Kontrolle, das ist echt so satisfying. Ich versuche gleich auf jeden Fall mit der anderen Kombination, ja, fast exakt gleich so zu fahren, wie ich jetzt gerade fahre. Ich nutze keine Abkürzung, nutze keine Pilze. Versuche jetzt natürlich genügend Münzen einzusammeln, gerade bei dieser langsamen Kombo auch ziemlich wichtig. Und wir schauen am Ende, wer halt besser abschneidet und wie wichtig jetzt im Endeffekt der Mini-Turbo-Stat ist, ne? Und ich persönlich finde, kann ich jetzt schon mal sagen, also Mini-Turbo ist sehr wichtig. Gerade jetzt nach dem Welle 6 Update habe ich das Gefühl, dass der Mini-Turbo ja, an Wert dazu gewonnen hat, sage ich mal. Schade, dass er hier im Spiel selber nicht angezeigt wird, obwohl das so ein wichtiger Stat ist, sage ich mal. Wir wissen natürlich auch, dass die beste Kombo Yoshi, das Bärchen-Kart, die Kleinreifen und der Wolkengleiter ist, auch mit einem ja, sehr guten Mini-Turbo-Wert. Wichtigkeit hat es auf jeden Fall. Alle anderen Werte hat die beste Kombination natürlich auch sehr ausgeglichen. Es ist ein sehr guter Allrounder, kann man sagen. Und die Kombo, die wir hier jetzt gerade fahren, ist echt, die gefällt mir richtig gut. Es stimmt einfach alles. Komm, wir machen nochmal 10 Münzen. Müssen wir auch gleich mal drauf achten, dass wir dort auch gut Münzen einsammeln. Ja, also die gefällt mir sehr gut. Das Einzige, was ich wirklich zu bemängeln habe, ist wirklich das Tempo. Weil man merkt schon, dass wir jetzt ziemlich langsam unterwegs sind. Aber alles andere, ey, es ist echt ein Schmaus. Es ist schön. Es ist wirklich schön, das so zu zocken. Und ich bin gespannt, wie die andere Kombo gleich abschneidet. Ihr seht doch gleich, was die andere Kombo ist. Das wisst ihr ja noch gar nicht. Oh, schön reingedüst. 1 Minute 50 haben wir hier. Neuer Rekord. Ja, ich habe vorhin die Geisterdaten gelöscht, damit ich diese hier hochladen kann, weil die jetzt hier gerade entscheidend sind. Oh, ich habe meinen Popschutz hier gegen mein Mikro geknallt. Irgendwas falsch gemacht? Erste Runde 38 Sekunden, zweite Runde 36 Sekunden, dritte Runde 36 Sekunden, 1 Minute 50. Wie schlägt sich die andere Kombo? Und wieder sind wir im Charakter-Auswahl-Menü und wir stellen jetzt die Kombination zusammen mit dem niedrigsten Mini-Turbo-Wert. Das wäre tatsächlich Funky Kong. Es tut mir wirklich sehr leid, Bro. Ich mag dich sehr. Ich mag dich wirklich sehr. Und dann haben wir hier, ja, zum Beispiel der GLA. Den können wir nehmen. Tatsächlich die Goldreifen. Die sollen auch ja, im Mini-Turbo ziemlich reinzacken, sag ich mal. Und der Standardgleiter. Sieht irgendwie geil aus, die Kombo. Würde ich so auch fahren. Wir sehen, Tempo ist unfassbar krass. Das ist jetzt einfach das komplette Gegenteil zu der Kombination davor. Beschleunigung einfach am Arsch. Gewicht einfach unfassbar hoch. Handling und Haftung sehr gering. Und damit starten wir jetzt rein. Kämpfen wir gegen unseren Geist an. Und wir starten rein. Hey, ich bin echt unfassbar gespannt, wie sich das entwickelt. Boah, wir sehen jetzt direkt schon. Ihr seht ja den Geist auch. Das wäre einfach viel, viel schneller unterwegs. Der Mini-Turbo ist komplett für den Arsch. Handling und so. Auch ziemlich schwierig da entgegenzulenken. Holen wir nochmal wieder Boost ab. Versuchen wir hier mal Münzen einzusammeln. Also Stand jetzt losen wir auf jeden Fall hart rein. Man würde zum Beispiel jetzt auf dieser Geraden gar nicht merken, dass der Knochentrocken einfach so ultra langsam ist, ne? Und wir einfach so ultra schnell. So versuchen wir hier mal wirklich viele Münzen einzusammeln, ungefähr so gleich zu fahren wie der Knochentrocken da vorne. Ist auf jeden Fall gut, auch haben wir guten Blick. Knochentrocken. Ist zum Glück noch nicht so weit entfernt, also können wir uns ein bisschen daran orientieren. Hier musste ich tatsächlich ein bisschen abbremsen aufgrund des schlechten Handlings. Komm, lila Drift nehmen wir noch mit. Bringt natürlich bei dem Mini-Turbo-Wert nicht gerade viel. Ja, und Knochentrocken ist, baut seinen Abstand immer weiter aus. Was soll ich sagen? Ich kann hier nichts machen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier aber ein bisschen einholen könnte. Nee, doch nicht. Okay, lila Boost mitgenommen, schön. So, Münzen, wichtig, wichtig, wichtig. Wir müssen noch schneller werden. Wir losen jetzt anscheinend auch schon rein. Ja, für einen
goldenen Boost hat es nicht ganz gereicht. Wir sind jetzt schon bei plus einer Sekunde. Es ist unfassbar, wie krass es ist. Es ist echt, das hätte ich nie im Leben gedacht, weil wir haben eigentlich eine richtig, richtig starke Kombination. Ja, auf das Tempo bezogen. Alle anderen Stats sind eigentlich echt nicht gut. Wer hätte das gedacht? Schaut euch den Chlorentrocknet vorne an. Wir werden den nie im Leben aufholen. Aber zumindest hatten wir den die ganze Zeit im Blick. Und der ist nicht irgendwie, hat uns jetzt nicht irgendwie überrundet oder so. Was natürlich komplett surreal wäre. Komplett, ja, unmöglich. Ja, Leute, was soll ich sagen? Er ist durch. Verloren. Und mal schauen, wie viel Plus haben wir denn überhaupt? Alter. Oh, ich sehe aber gerade, schaut euch das mal an, also die Sekundenzahl, ne, 38, 36, 36 ist gleich, außer halt die Millisekunden, die sind halt mehr. Und wir waren um die, ja, ich sag mal 2 Sekunden, wir waren um die anderthalb bis 2 Sekunden, waren wir langsamer und damit lässt sich sagen, meine lieben Freunde, der Mini-Turbo ist ein wichtiger Stat. Man kann nur auf den achten und man würde gegen sowas, würde man hier auf jeden Fall gewinnen. Wenn euch das Video gefallen hat und falls ihr weitere Ideen für Challenges habt, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein und auf Wiedersehen.